Hier ist Fred von Fettspielen. Und Miri. Und wir begrüßen euch zur nächsten Episode unseres Movie Star Planet Let's Play Togethers. Yes. Heute mit dem Thema, der Chat ist nicht da. Ja. Also die Chat-Funktion, den Chat auszuschalten, ist nicht da. Wir werden hier schon die ganze Zeit zugespammt. Ja, der Chat selbst ist da und zwar in voller Breitseite. Wir werden also in diesem Let's Play auf jeden Fall die ein oder andere Nachricht aufploppen sehen, die uns hier etwas im Ablauf stört. Da oben links das Logo fehlt. Wo ist das Logo? Keine Ahnung. Da ist es. Normalerweise deaktivieren wir den Chat. Damit wir hier in Ruhe Let's Playen können. Das wird diesmal nicht möglich sein. Aber trotzdem versuchen wir natürlich, das Beste rauszumachen. Und beginnen mit Lolli-Freundin. Die hat uns einen Fanbrief geschrieben und kriegt dafür einen Look. Was auch sonst, ne? Also groß, immer groß auf der Wunschliste oben, der Look. Ich bin auch auf Level 22, aber die Hälfte habe ich jetzt gerade. Sehr, sehr gut. Sind wir auf dem gleichen Level. Ja. So, schauen wir mal, was hier. Also dieser Bleistift im Mund, das ist jetzt irgendwie richtig aktuell. Das ist eklig, viele. Da kriegt man schwarze Lippen von. Ist das so? Ja, wenn du den Mund wegen dem Blei. Ach so. Weißt du, wenn du okay. Den Mund hast? Weiß ich nicht. Ich kau eigentlich selten auf Bleistift. Ich hab das früher mal gemacht. Ach so. Okay. Da hattest du immer so Blei im Mundwinkel. Graphit. Ja, okay. Ich habe früher an Karten geknabbert. Okay. Unser UNO-Spiel konnte man danach vergessen. Nice, okay. So, schauen wir mal, was wir hier für Haare haben. Das ist ja auch witzig. Schneebedeckt. Ja, schneebedeckt, ja. Oder hier so richtig aschblond. Ja, auch nicht schlecht. Tja. Das hier? Viele Möglichkeiten. Das ist, toll. Das ist auch schön, ja. Auf jeden Fall mit so einem seidigen Glanz können wir gerne nehmen. Was ist das hier noch? Nein, nehmen wir die. Die ist okay, schön. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was dazu passt. Gott, ich habe so einen Durst. Ja, Miri hat in diesen 2 Minuten, in denen das Let's Play läuft, schon fast ein ganzes Glas Wasser getrunken. Ja, also, verdursten. Was ist denn los? Ja, wahrscheinlich, hast du einen Brand? Weil ich davor so viel Kaffee getrunken habe. Ich habe eben noch schnell meinen Kaffee weggekippt, damit ich den nicht während der Aufnahme trinken muss. Kaffee dehydriert, ja, sagt man. Ja. Na. Tja. Ja, was nehmen wir denn hier? Das hier ist doch toll. Ja, das passt dann auch schön dazu. Ich stehe ja voll auf Farbverläufe. Ja. Ja, lass das nehmen. Auch wenn die Farben jetzt nicht so meins sind, aber gut. Ja, achso, nee, Hose brauchen wir ja nicht, ne? Nee, nicht, aber schöne Schuhe dazu. Tja, haben wir ja natürlich was gelb, orange, rot oder weiß notfalls vielleicht. Oder, was meinst du? Oder das hier vielleicht? Aber das ist zu sportlich. Nicht irgendwas Rötliches, das würde ich eigentlich ganz gut finden. Oder ja. Schwarz. Aber die sind zu krass, die. Ja, ja, nee, wie nee. Wie die dann? Geh mal, achso, ja. Wollen das war's schon? Nehmen, die ja. Schwarzen? Okay, meinetwegen. Okay, so ein bisschen so ein Feuerstyle. Ja, genau. Oh ja, den Feuerlook. Ist auch nicht auch mal schön. Habe ich auch schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Ja. Da gab es ein richtiges Flammenkleid. Ach so, ja, stimmt. Das erinnere ich mich dran, ja. Okay. Okay, dann schau mal. Das passt, glaube ich, jetzt nichts. Vielleicht hier sowas Gelbes, so ein Herz hier. Oh, das fand ich jetzt schön, ja. Diese. Kreolen? Ja. Ja, lass es die nehmen. Lass es die nehmen. Ja? Ja. So? Ja. Okay. Okay. Yeah. Ja, das Fire Girl. Girl on Fire. Girl on Fire. Ja, schreibt man das ja alles klein, ja, ne? Ja. Aber komm, ist ein Titel. Genau, ist ein Titel. Da machen wir alles. Alles groß so. Jetzt, ja. Sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Also, dein Look. Lolli-Freunden hat Girl on Fire. Girl on Fire Look von uns bekommen. Genau. So. Weiter geht's. Ich würde sagen, mit Freundschaftsanfragen, da bin ich mittlerweile auch am Limit. Das heißt, wir können eigentlich beide keine mehr annehmen. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Dann gehen wir nochmal weiter mit Marisa. Die wünscht sich nämlich, dass wir abschließen. Einfach so mal zwischendurch die Rakete zünden lassen. Ne? Was macht eigentlich unser Chat? Gerade wenn wir nicht angesprochen, wahrscheinlich. Doch, jetzt geht's los, ne? Machst du mir auch einen Look, ich bitte, Miri? Ja, genau, hat noch geklappt, ja? Genau. Ihr könnt ja mal die Nachrichten zählen, die während des gesamten Let's Plays aufploppen, ja? Und wer die richtige Zahl hat, der kriegt nachher einen Look. Sehr geil. Okay. Marisa wünscht sich einen Blick in die Bio mit Ausrufezeichen am Anfang. Wahrscheinlich mit einem Leerzeichen zwischen Ausrufezeichen und Dings. Ja, Marisa. Das ist sie. Marisa. Auch Level 22. Ja, sehr, sehr weit. Sind wir nicht alle ein bisschen Level 22? Genau. Also ab in die Bio. Kein Look. Achso, Bio. Look. Oh, ich war ab hier schon. Bio. Oh, was ist das denn hier? Ganz, ganz viele Sachen. Ah. Oh, da kommt was. Oh Gott. Ah, guck mal, da komme ich, glaube ich, jetzt reingefahren. Und sie, guck mal. Yeah. Synchron. Wie geil ist das denn? Dein Partner-Look und synchron mit der Limousine reingefahren. Das ist mein Engel-Look übrigens gewesen. Ja. Fettspielen sind so cool. Ich freue mich so, dass es euch gibt. Bitte macht noch lange Videos. Ihr seid so toll. Ich konnte es gar nicht fassen,
wenn ihr, achso, ich könnte es gar nicht fassen, wenn ihr mit YouTube aufhört. Ja. Etwas über mich. Name Marisa, Alter 10. 18. März, wahrscheinlich Geburtstag, nehme ich mal. Ja. Hobby, Baseball, Karate, also Hobbys, ja, oder Hobbys. Baseball, Karate, MSP und YouTube. Lieblingsleute auf MSP, Fett Miri und Fett Fred. Sehr yes. gut, ja. Süßes Kekschen ohne X und Basketballerina. Basketballerina. Achso, jetzt habe ich es. Okay. Das ist ein bisschen verwirrend wegen Basketball ja, ja, und Ballerina. Und, ja. Sehr schön zusammengerückt. Ja. Leute auf YouTube, fettspielen.de ohne X, süßes Kekschen aus MSP ohne X. Okay, alles ohne gut. X, ja. Aber guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Ja, irgendwas versteckt sich da. Was hast du in deiner Bio für so ein Gimmick, so ein Easter Egg? Irgendwas hinten drin gemacht? Das ist sie, guck mal. Sie hat sich versteckt am Rand der Biografie. Ja, coole Bio. Schön, dass du uns hier auch reingeschrieben hast. Hat uns sehr gefreut. Der Synchronauftritt mit ihr war sehr beeindruckend. Ja, der ist schon gut. Und jetzt gibt es wieder einen Look für Angelina. Angelina 1-1-1-2-2-0-0-1. Ja, wieder sehr, sehr viele. Ach, das war das Geburtsdatum, stimmt's? Ja, richtig. Mit Leertaste oder was? Nee, ich glaube 3x1. Was? 3x1? Ja. Was hat die denn für ein Geburtsdatum? 11.12. Nee. wahrscheinlich, ne? Jetzt ohne Leerzeichen. Ja, schwierig, aber wir haben es geschafft. Da bist du. Da ist sie. Und auch VIP. Auch VIP und kriegt auch... Ich bin eine Bitch, aber eine Geile. Okay. Ist jetzt nicht gerade der geilste und stilvollste Statusbericht, den wir hier gesehen haben. Aber egal, da wollen wir mal einen Bitch-Look machen. Oder wir geben dir jetzt was ganz Stilvolles, um dem zu widersprechen. Mal schauen, was du in deinem Kleiderschrank hast. Kannst du mal für David Guetta ein Lied. Sexy Bitch. Gab es das? Ja. Ja, ist so deine Musik, ne? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Kennst du das nicht? Also ich weiß, wer David Guetta ist. Kennst ja, du das Lied? Aber ich höre mir bestimmt nicht die Musik an. Ne? Können wir keine Braut machen? Ja. Das ist doch geil. Das finde ich immer schön. Ja. So, mal gucken, ob sie jetzt auch... ja, das ist die Braut dann in der Hochzeitsnacht eher. Ja. Ne? Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein Brautkleid hin. Ein schwarzes. Da brauchen wir was Weißes auf jeden Fall. Aber da ist zum Beispiel oben rechts. Oh, da! Oh ja, das ist natürlich auch schön. Ach, ich hätte jetzt gern oben... Oh! Krieg ich es hin? Ja, oh, jetzt habe ich aus Versehen was anderes angezogen. Oh nein! Vor lauter Chat, ey. Was ein Durcheinander. Ja, eigentlich haben wir das ja schon. Du meinst, es gibt noch ein besseres. Gerade ein YouTube-Video? Oh Gott. Also, zählt ihr noch eifrig die Chat-Nachrichten? Ja? Ja, vor allem ist es auch schwierig, weil die immer von links nach rechts rutschen. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon gut, oder? Das ist schon gut. Nehmen wir das. Eine Seite nehmen wir noch? Nein. Ja. Gut. Okay. Nehmen wir. So, jetzt noch Brautschuhe dazu. Eigentlich brauchen wir gar keine Schuhe, die sieht man sowieso nicht. Das stimmt eigentlich, ne? Da können wir uns sparen, ja? Ja, genau. Du kannst auch noch die Woche Brautschuhe kaufen gehen. Ah, ja, du bist ja... Also nicht für mich. Nicht, für genau. Miri wird heiraten, ja? Habt ihr es mitbekommen? Nein, ja. Nein. Ich heirate auch nicht dich und du heiratest auch nicht mich. Nein, ja. Ich bin ja auch schon verheiratet. Ja. Ne? Genau. Nur mal so nebenbei. Genau, falls die Frage immer wieder aufkommt. Okay, ja, also das war's. Die Schuhe sind ja eigentlich egal. Ich habe jetzt weiße genommen, aber die sieht dann nur der Bräutigam. Genau. Wenn überhaupt. Beim Tanzen geht's vielleicht, sieht man sie noch, so eine Herzchen, wenn das Brautkleid hin und her gewirbelt wird. Irgendwie kitschig dafür. Ja. Eine kurze Kette. Ein kleines Krönchen vielleicht? Boah, nee. Guck mal, der hat doch hier oben schon sowas drin. Stimmt, da ist schon was drin, ja. So. Ohrringe wären nicht schlecht. Ja, obwohl die sind schon drin, ne? Da sind kleine Perlenohrringe, glaube ich, schon drin. Das ist alles so ein All-Inclusive-Plaket. Das ist Glitzer. Guck doch mal auf die Ohren. Der hat den Ohrring nicht in der Ohrmuschel drin. Okay, sehe ich von hier hinten nicht. Ja. Okay, na gut, dann ist es Glitzer. Von hier hinten? Du tust ja gerade so, als ob du am anderen Ende vom Raum sitzen würdest. Ja, Miri ist am Rechner, ja, und ich bin hier hinten am Ende des Tisches. Aber guck mal, die hier sind vielleicht nicht schlecht. Ja, nehmen wir die dann. Ah ja. Ja, da sind nämlich ihre Ohrläppchen, weißt du? Ja. Nicht hier oben. Jetzt habe ich es auch verstanden. Danke, dass du fünfmal drauf zu sprechen kommst. Okay. Tut mir leid. Gut. Dann, ein Brautlook, oder? Ganz klassisch betitelt. Brautlook für Angelina. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ja, Angelina heiratet vielleicht ihren Brad Pitt. Ja, genau. Brangelina. Die haben doch schon geheiratet, oder? Ich glaube schon, ja. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit... Celeb Talk, Gossip. Doch, deswegen heißt sie auch Brangelina. Ja, ich glaube schon, die sind verheiratet. Die sind so. Ja, auf jeden Fall zusammen lange gewesen. Ne?
Ja, dein sehr gut. Girl. Dein Girl wünscht sich einen Gästebucheintrag. So. Ist die richtige? Nein, das ich glaube, dein sein. Punkt Girl. Dein Punkt. Dein Punkt Girl und dann vielleicht nee. Das. So. Also der Punkt ist auf jeden Fall drin. Sicher, dass sie da nicht das ist? Dann mach mal dein Punkt Girl und das Herzchen mit einem Leerzeichen abgesetzt. Ach Gott. Ja, das ist sie. Boah, schwere Geburt, ja, sie zu finden. Das sind aber auch verrückte Namen heute. Ja, auf jeden Fall. Die wünsche ich einen Gästebucheintrag und dann werden wir doch mal gleich einschreiben. Ja? Hallo, Katja. Oh, Katja, ich erinnere mich an den Fanbrief. Ja, ja. Ich bin's, Miri, und... Sehr geil. Hier ist Fred. Was soll ich noch schreiben? Hallo Katja, hier ist Fred. Gerade neben mir, genau. Am anderen Ende des Tisches. So, genau. Sehr, sehr Smiley. Schön. Noch ein Smiley dahinter. So ein Fragezeichen. Fände genau. ich ganz okay. Das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Heute mal was anderes, ja, genau. Gut, okay, super. Weiter geht's, ne? Weiter geht's mit Lolobi24. Lolobi24 wünscht sich ein Wunschlistengeschenk. Was war das für eine Nummer 24? Genau. Mal gucken, wie wir da deine Starcoins mal wieder ein bisschen runter bekommen. Ja. Genau. Immer schön von deinem Account aus, das ist sehr richtig. Ach, guck mal, das ist schön mit der Schleife. Sieht aus ja. wie ein Geschenk. Ja, genau. Ein Geschenk. Als Geschenk. Und noch was? Was ist das denn für... Das war ein Tintenfisch. Geil. Ich finde, ich bin für die Frisur. Ja gut, nehmen wir lieber die Frisur. Ja? Ja. Hast du schon mal Tintenfisch gegessen? Ja. Echt? Mhm. Also frittierte Tintenfischringe? Nee, oder auch was? So. Nee, ich so richtig? Gern, ja. Du isst gerne Tintenfisch? Ja, ich hatte sogar, wollte schon mal so mit Saugnäpfen, kennst du die? Wenn ja, beim ja. Asiaten, da gibt es ja auch ja. immer mit diesen Saugnäpfen ja. sogar. Die durfte ich aber damals nicht essen. Warum durftest du das nicht? Weil mein Ex-Freund das nicht wollte. Der wollte das nicht. Der fand das total widerlich, dass ich das wenn ich das gegessen hätte. Und er hat dann gemeint, er würde mich den ganzen Abend nicht mehr küssen und so. Wow! Ja, und das wollte ich dann doch nicht. So wichtig war es mir dann auch nicht. Aber das fand ich schon ein bisschen dreist. Ja, schon krass eigentlich. Jetzt wisst ihr, weswegen ihr Ex-Freund ihr Ex-Freund ist. Ne? Ja. Jetzt haben wir die Geschichte dazu gehört. Nur wegen dem Tintenfisch. Nur wegen dem Tintenfisch, ja. Okay, MSP Girl Orange 123. Ein Leerzeichen ist bestimmt auch irgendwo dabei. Ja, sogar überall. Sehr gut. Ja. Schon mal. Genau, hatten wir schon mal mit Leerzeichen. Wünscht sich auch ein Wunschlistengeschenk. Mal gucken, was wir da drauf haben. Aber Tintenfischringe esse ich sehr gern. Ja. Die mag ich. Also die habe ich auch schon mal gegessen. So frittierte Kalimari. Ja. Also wenn die müssen schon schön zart sein. Wenn es so wie Gummi ist, dann mag ich das auch nicht so wirklich. Ja. 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 Oh nee, ist auch ganz gut. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich ihr geschenkt habe. Aber ja, offensichtlich... Schuhe auf jeden Fall. Genau, Schuhe sind auch mit dabei gewesen, sehr, sehr gut. Viel Spaß damit, MSP Girl, Out 123. Genau. Ja, als letztes haben wir hier noch Unicorn-Prinzessin. Alles Leute, die uns Fanpost geschrieben haben. Prinzessin. Übrigens, wenn ihr uns auch Fanpost schreiben wollt und in dem Let's Play Together vorkommen möchtet... Und euch das wünscht, dann schreibt an Rummel Media GmbH, Kriegsstraße 5, 76137 Karlsruhe. Ja. Das ist unsere Adresse. Ja. Danke für die Fanpost. Das können wir auch auf jeden Fall hier in die Gästebuch-Nachricht. Haben uns sehr gefreut, kannst du noch schreiben. Können wir auf jeden Fall machen. Haben wir nämlich auch. Wenn ihr unsere Reaktion auf eure Fanpost sehen wollt, dann schaut beim Let's Show vorbei. Bam. Da sind wir... immer dabei und da könnt ihr sehen, wie wir uns freuen. Sind wir da immer dabei? Sind wir dabei, das ist prima. Manchmal ne? finden wir auch einfach nur den Tisch so. Ne? Ja, manchmal, manchmal bist du einfach weg. Manchmal habe ich mir sogar einen Zopf gemacht, während jemand weg war. Manchmal hatten wir noch unser Team mit dabei. Ja. Wir könnten uns auch mal so reinbeamen. Stimmt. Ja, so ein paar Special Effects. Ja, ja, für die Let's Show. Übrigens das hat auch jemand unter der Let's Show geschrieben, dass man dir mal Nagellack drauf machen sollte. Naja, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, den Comment werde ich nachher löschen. Dann sind die Sachen weg, ja. Sehr geil. Ja, wir haben jetzt noch was für euch, ne? Ja, eine kleine Überraschung. Und zwar eine weitere Seite, die wir euch gerne präsentieren würden. Jetzt hätte ich schon mal davor aufmachen können. Richtig, genau. Denn wir haben ja nicht nur fettspielen.de als Spieleportal, sondern wir haben auch die Seite girlsandgames.de, genau. Die sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie fettspielen.de.
Hat aber den Vorteil, dass dort wirklich nur Mädchenspiele da sind. Ja, also wenn ihr auf Dress-Up-Games wenn ihr auf Dress-Up-Games spielt, ja, auf Makeover-Spiele, auf es gibt auch Kochspiele auch und Pferdespiele sind ganz viele da. Wenn das so euer Style ist, ja, wenn ihr darauf Lust habt, die alle zu spielen, dann könnt ihr euch da echt mal durchklicken. Es gibt da sehr, sehr viele Sachen, legen wir euch echt ans Herz. 2000, ich glaube über 2000 geile, coole Spiele sind da. Hier, Cooking Games. Guck mal, da kann man sogar Pizza-Burger machen. Oh, lecker. Und Lebkuchen backen. Oh! Also da ist wirklich für jeden was dabei. Dress-Up Games auch, ja. Da haben wir euch ja schon mal ein paar präsentiert. Gibt es ja auch auf Fettspielen, gibt es ja auch eine Kategorie Mädchenspiele. Aber wie gesagt, auf girlsandgames.de. Alles voll damit. Schaut doch einfach mal vorbei, würde uns freuen. Man kann sich natürlich auch noch registrieren, ne? Man geht möchte. Auch, genau. Das ist eigentlich wie Fettspielen, ne? Könnt ihr euch auch Kommentare schreiben, könnt ihr auch die Spiele bewerten. Alles dabei. Ja. Okay, soviel dazu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.